Gemeinsam mit der Agentur für Arbeit lud die Industrie- und Handelskammer Magdeburg am 16. März zur Berufsfindungsmesse ein. Die Messe ist schon zur guten Tradition geworden. Bereits zum 21. Mal hatten die Besucher die Möglichkeit, einen passenden Ausbildungsberuf zu finden. Eröffnet wurde sie vom Vorsitzenden der Agentur für Arbeit Magdeburg, Matthias Kaschte. Über 50 regionale Ausbildungsunternehmen aus den Bereichen der Industrie, des Handels, den Dienstleistungsbranchen und dem öffentlichen Dienst waren vertreten. Die Nachfrage der Unternehmen, sich als Aussteller auf der Messe zu präsentieren, wächst mit jedem Jahr. Wir haben so viele Aussteller wie nie zuvor. Das Interesse war riesig. Wir haben eine Warteliste. Wir konnten nicht allen Anfragen entsprechen. Dementsprechend voll. Und ja, sehr gemütlich ist es heute hier, aber es zeigt den Bedarf. Die Unternehmen möchten mit den zukünftigen Azubis in den direkten Kontakt. Sie möchten den Jugendlichen berichten und müssen auch berichten, was sie zu bieten haben. Den Jugendlichen und ihren Familien wurde eine enorme Bandbreite an Ausbildungsberufen vorgestellt. Eine Berufsfindungsmesse dieser Art bietet zum einen den Ausbildungsunternehmen die Möglichkeit, sich vorzustellen und zu zeigen, was in der Ausbildung und im späteren Beruf erwartet wird. Zum anderen können die zukünftigen Schulabsolventen direkt von den Unternehmensvertretern, den Ausbildern und auch den Auszubildenden selbst erfahren, wie die Ausbildung verläuft und welche Tätigkeiten und Fertigkeiten mit den Wunschberufen verbunden sind. Mit der informatischen Richtung oder Medizin? Ich strebe eine militärische Laufbahn bei der Bundeswehr als Sanitäter an. Also man hat erstmal die Ansprechpartner persönlich vor Ort, was sehr schön ist, kann Kontakte knüpfen, später wieder Bezug drauf nehmen und halt Informationen direkt von der Quelle mitnehmen, was man sonst ja nicht hat. Dann hat man Internet und aber so ist das schon nochmal ein bisschen persönlicher. Man kann auch mal gucken, was schon hergestellt wird oder so, auch mal anfassen, gucken, riechen. Das ist sehr interessant. Die Berufsfindungsmesse ist schon lange eine gut besuchte Veranstaltung, die dem einen oder anderen die Tür zur Berufswelt öffnet. So auch Fawaz Shabi. Der Syrer besuchte die Messe im vergangenen Jahr und er wurde fündig. Seit Sommer letzten Jahres absolviert er eine Ausbildung bei Burger Knecke. Also letztes Jahr war ich mit dieser Messe hier und dieser Betrieb wäre sehr interessant für mich. Deswegen und sie bieten Mechatroniker. Ich wollte immer Mechatroniker sein. Ja, deswegen mache ich Mechatronik. Und sind zufrieden? Na klar, ich bin zurzeit zufrieden, ja. Burger Knecke hofft auch in diesem Jahr auf der Berufsfindungsmesse einen zukünftigen Azubi anwerben zu können. Die Firma hat eine reichliche Vielfalt an Ausbildungsstellen zu bieten und sucht dringend zukünftiges Fachpersonal. Also wir als Lebensmittelhersteller suchen dringend noch Fachkräfte in verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel einen Müller suchen wir ganz dringend, weil wir unser Mehl noch selber mahlen. Instandhaltungsmechaniker, Betriebselektriker und Facharbeiter für Lebensmitteltechnik suchen wir sehr dringend. Nicht nur Burger Knecke sucht Fachpersonal, sondern auch zahlreiche andere Unternehmen aus Sachsen-Anhalt. Gründe dafür sind der Fachkräftemangel und die rückläufigen Bewerbungen von Schulabsolventen. Gerade der technische Berufsbereich wird immer mehr vom Mangel betroffen. Zum ersten Mal dabei war die Magdeburger Firma FAM. Auch als attraktiver Ausbildungsbetrieb wird FAM in den kommenden Jahren vom Mangel betroffen sein. Sie suchen ebenfalls eine Vielzahl von Auszubildenden und schätzen die von der IHK Magdeburg und Agentur für Arbeit veranstaltete Berufsfindungsmesse sehr. Also wirklich überwältigend. Hätte ich nicht gedacht, dass so Andrang ist. Ja, ich habe gedacht, ich kann hier ruhigen Nachmittag verbringen. So ist es leider nicht. Ist auch schön so, ja, dass wir eben wirklich viele Informationen im Preis gehen können und vielleicht doch den einen oder anderen Jugendlichen noch gewinnen können. Oder auch für den Beruf begeistern können. Eine große Anzahl von Lehrstellen in verschiedenen Ausbildungsberufen warten auf die kommenden Absolventen. Wer noch keinen passenden Beruf gefunden hat oder sich noch nicht entschieden hat, hat die Möglichkeit, weitere Berufsfindungsangebote der IHK Magdeburg zu besuchen.